Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, was soll ich euch sagen? Alle Scheiße gelaufen, hätte ich bald gesagt. Nee, nicht ganz so. Ich habe gestern die Komponenten bekommen, die ich bei meinem Rechner austauschen wollte. Das habe ich dann auch schön brav und fleißig gemacht. Habe das ganze System dann heute fertig machen wollen. Das ist dann aufgrund von Migräne weitestgehend flach gefallen. Habe jetzt das Nötigste erstmal wieder hochgeladen. Und interessanterweise vertraut nicht der Steam Cloud, ganz ehrlich. Ich habe dummerweise, ja, ich habe meinen Dokumentenordner gesichert. Habe das auch wieder zurückgespult und dann habe ich blöderweise das Spiel geschaltet, wo er gesagt hat, das stimmt aber jetzt nicht mit der Steam Cloud überein. Und hat mir das dann zurückgesetzt. Das Ergebnis zeige ich euch mal ganz kurz. Wir sind ganz schön weit zurückgefallen. Wir werden uns heute also, ja, keine Ahnung, hier nochmal ein bisschen durch Stuttgart mogeln. Nürnberg, Erfurt, Frankfurt, das mache ich dann fertig. Hier unten die beiden Dinger mache ich auch weg. Also wir sind ziemlich weit zurück, was das angeht. Und dann kümmern wir uns nochmal um die Russmap. Ja, ein bisschen blöd das Ganze, aber was willst du machen? Da steckst du nicht drin. Aber damit ihr überhaupt eine Folge habt, jetzt ist mit dem Kopf, das geht jetzt einigermaßen wieder. Und ja, damit wir jetzt überhaupt irgendwas bekommen, fahren wir mal so ein bisschen hier nochmal durch die Gegend, gucken uns nochmal Fotopunkte an. Das heißt eigentlich, wartet mal, wir haben uns das beim letzten Mal auch nachts angeguckt, ne? Wir werden mal eben in unsere Garage fahren. Ja, das ist ein bisschen blöde jetzt, aber egal. Letztendlich, Karte war ja freigeschaltet bis auf ein, zwei Punkte da, aber das ist ja, harmlos. So, wir werden mal eine Runde schlafen. Und dann werden wir hier nochmal ein bisschen durch die Gegend gondeln. Was natürlich auch möglich ist, dass hier texturentechnisch nochmal was geändert wurde während der letzten Updates. Genau, was habe ich jetzt drin? Ich habe jetzt ein Aorus-Board drin. Mir ging es darum, leider ist der Schuss nach hinten losgegangen. Upsala, heieieiei, das sieht bestimmt gut aus. Ja. Leider ist der Schuss ein bisschen nach hinten losgegangen. Ich wollte... ja... eine Soundkarte noch einbauen, das habe ich auch gemacht. Das Ding klingt einfach fantastisch. Das ist mega, auch auf den Lautsprechern. Unterschied wie Tag und Nacht auf jeden Fall. Die sollte allerdings ganz unten sitzen, was auf meinem Mini-ATX nicht möglich war, weil er dann die Lüftungen von der Grafikkarte verstopft hat. Und das kam dann letztendlich nicht so gut. So, pass auf, wir fahren hier nochmal geradeaus, ganz kurz das Stück. Machen wir heute eine Unterhaltungsrunde. Gucken uns das hier ein bisschen bei Tageslicht an. Alles gut. Ja, wie gesagt. Weil, kann ich euch sagen, dieses blöde TPM-Modul im Weg sitzt. Also auch dieses Board hat ein TPM-Modul. Das ist ein Stecker. Da ist die Karte hochkant aufgelötet. Und das kollidiert mit der Soundkarte. Mal abgesehen davon war dieses Board sowieso ziemlich bockig, was die Einrichtung anging. Zunächst mal hatte ja der Prozessor wohl einen leichten Schaden genommen. Ich habe den, ich hatte ja vor kurzem den Luftkühler ausgebaut, das habt ihr ja gesehen, oder umgetauscht. Wer es geschaut hat, der hat es gesehen. Ja, und jetzt war es ganz hübsch, dass ich mitsamt dem Prozessor lösen die CPU aus dem Sockel gerissen habe. Kam nicht gerade gut. Und beim ersten Zusammenbau war es dann halt so, dass die nicht richtig kontaktiert haben. Aber ja, wie ihr seht, jetzt läuft alles. Das ist auch wieder entsprechend übertaktet sogar. Im Moment hat er der Grafikkarte abgewöhnt, dass sie ihren Leuchtstreifen anschmeißt. Da muss ich gleich nochmal nachgucken. Ich glaube, das war ich selber.
So, pass mal auf. Wir sind hier und dann werde ich gleich mal einmal rückwärts da reinsetzen. Ihr kennt ja meine Spielchen, ne? Und dann werden wir auch wieder Touren nach Russland fahren. Ich werde dann auch wieder den MAN. Ach so, warte mal. Ja, da ist er wieder. Das könnte man natürlich auch gucken, warum oder ob eventuell bei einem der neuen MAN eventuell unsere Beifahrerin dann doch wieder funktioniert. Ich sehe überhaupt nichts nach hinten. Ich weiß nicht, wie weit ich zurück muss, Freund. Ja, hör auf zu hupen, du Blödmann. Hast eine schöne Hupe. Mal, fahr doch noch dichter auf. Dann habe ich mehr Chancen, hier unbeschadet rauszukommen, weißt du? Dorf, Torfkopf. So. Ach, da war noch einer. Oh, 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 oh. Gut, dass es hier kein Blut gibt. Oh, jetzt radiere ich ihm aber richtig das Gesicht weg, ha? Das ist jetzt blöd. Lösen die sich auf? Jetzt ausgegangen? Oh, der fährt weg, okay. Warum? Was ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, warum der rückwärts fährt, wenn ich vorwärts fahre. Irgendwas stimmt doch hier gerade nicht. Ja, da ist ein Moped drunter, weißt du? Scheiße. Ich glaube, die Flycam habe ich noch nicht aktiv. Ach man, das ist doch alles Mist. Schnell weg hier. Ich glaube aber, warum fuhr der jetzt vorwärts, wenn ich... Man versteht es nicht. Egal, wieder eine voll chaotische Pfingstfolge. Aber ich bin froh, dass mein Kopf einigermaßen wieder klar ist, dass ich die Aufnahme überhaupt machen kann. So. Was erstaunlich ist an diesem Board, die Energieerspareinstellungen sind ausgeschaltet. Also immer auf Volllast quasi. Aber der fährt, und das hat das alte Board nicht gemacht, interessanterweise, der fährt die Leistung der Grafikkarte massiv runter. Ich habe jetzt gerade mal aktuell 59 Grad auf der Karte. Und ist auch noch nicht voll ausgelastet, also läuft gut, scheint besser zu laufen. Was ich allerdings nicht kapiert habe, das ist so ein Ding von wegen, ich habe hier jetzt eine NV-M2 drin. Angeblich soll die ja Lanes klauen. Das Komische ist, die Grafikkarte erkennt er, aber er kann mir nicht sagen, auf wie viele Lanes die läuft. Merkwürdig, aber egal, solange wie es nicht ruckelt und funktioniert, ist mir das alles wurscht. Und mit diesem TPM-Modul, da muss ich mal gucken, ob es da mal irgendwie eine Verlängerungskabel gibt oder ob man das Ding irgendwie umlötet oder so. Das ist ganz, ganz blöd. Wenn das ein einfacher, flacher Stecker wäre, okay. Aber so, dadurch, dass die Grafikkarte auch ein Gehäuse hat und ich glaube eine Metall-Backplate, kommt das nicht so gut, wenn die damit an diesen... Die kriege ich gar nicht erst rein, ohne da irgendwas zu verbiegen. Das ist... Das geht nicht.
Aber erstmal jetzt gucken, wie das System insgesamt sich verhält und läuft und macht und tut. Wie gesagt, für Aufrüsten, ich habe geschaut, ja, ich kann hier auf jeden Fall später mal einen größeren Prozessor draufsetzen. Hätte ich jetzt ein B550-Board genommen, das wäre minimal teurer gewesen, aber okay. Auf der anderen Seite hätte es hier aber auch... Oh, hier gab es ja diesen... Genau. Auf der anderen Seite hätte es aber auch eine andere CPU gebraucht, die mein Budget dann doch überstiegen hätte. Auch mal eben gucken, fahren wir hier rüber. Einfach mal heute eine Tour. Wie gesagt, ich mache das jetzt zwischen den Folgen fertig. Ups. Das war jetzt halt für den Punkt, dass ihr überhaupt eine Folge bekommt. Und, ja. Habe ich morgen ein bisschen Zeit zu. So, warum? Bin jetzt hier reingefahren, aber... Da ist das. Ah. Warum haben sie den roten Trigger aber ganz schön weit rausgesetzt, du? Gibt's hier vielleicht eine Fracht? Die war mitten, obwohl das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Dass wir den Fotopointer schon hatten, das hat er mitbekommen. Mein Kopfhörer hat ebenfalls ein paar neue Ohrpolster spendiert bekommen. Sag mal, siehst du nicht, dass ich auf der Straße bin? Musst du trotzdem weiterfahren? Manche sind so ignorant, denen ist sogar das eigene Auto egal. Das war jetzt meine Schuld. Ich weiß gar nicht, was er da als Zielmarkierung drin hat, aber naja. Guck mal, hier sind wir im Niemandsland. Ah ne, da kommen wir da vorne. Ne, warte mal, oder? Hier, da vorne geht es ja eh nicht weiter. So, ja, wie gesagt, eine etwas verkorkste Folge heute. Ich glaube, in Polen hatten wir soweit, Polen sage ich schon, Russland hatten wir aber soweit durch, was wir machen wollten. Ich würde sagen, ich rendere gleich das Video noch für euch und werde anschließend bzw. morgen dann im Laufe des Tages diesen ganzen Müll hier noch zu Ende fahren, sodass das, was wir neu haben, auch entsprechend wieder aufgedeckt ist. Das wird jetzt so ein bisschen Hin- und Her-Gurkerei. Das gilt noch für die anderen beiden Städte auch noch, aber das kriegen wir nicht. Ich finde es nur traurig, da hast du eine Cloud und die speichert es noch nicht. Vor allen Dingen war es aktiv. Ah ja, und die Flycam muss ich hier wieder reinbauen. Das hilft alles nichts. Das wird echt Zeit. Ist ja so schwer nicht. Dann kann man auch mal wieder weiterfliegen und machen und tun. Gut, liebe Leute, ja, das ist ein kleines Update-Video von meiner Seite aus. Ich finde es auf jeden Fall mega, dass es überhaupt noch geklappt hat, weil wie gesagt, das Board war echt biestig. Das wollte nicht so, wie ich es wollte, wie ich wollte. Das erste Fehler war schon mal beim Hochfahren. Das TPEMM-Modul ist korrupt. Das geht nicht mehr. Das muss zurückgesetzt werden. Also offensichtlich werden in dem Ding irgendwelche Mainboard-Daten gespeichert.
So, dann hat er mir natürlich gesagt, Windows 11 ist nicht aktiv, was ich dann aber später tatsächlich direkt bei Microsoft aktiv schalten konnte, indem ich dann gesagt habe, okay, pass auf, ich habe hier Hardware geändert. Ich hatte mir vorsorglich schon einen anderen Schlüssel besorgt, der aber nicht funktioniert hat. Mal gucken, ob es da das Geld zurückgibt. Soll ja laufen, ne? Ja, gut. Wie dem auch sei, ich freue mich trotz dieser verkorksten Folge heute über ein Abo. Lasst ein Däumchen da. Sagt mir auch bitte jetzt hier qualitätstechnisch, Lautstärken, Sound und so weiter, ob das alles wieder passt oder ob ich da noch irgendwo nachbessern muss. Für mich hörte sich das eben in einer Probeaufnahme alles sehr cool an. Ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid und sag bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin, tschüss.